draußen ist Sommer, aber in seinem Haus ist es angenehm kühl. Das ist meine Wärmepumpe hier und die benutze ich im Sommer zur Kühlung. Wie bitte? Eine Wärmepumpe zum Kühlen? Hausbesitzer Sebastian Dörr hat bei seinem Neubau bewusst auf eine Klimaanlage verzichtet. Und das hat seinen Grund. Ortswechsel. In diesem Darmstädter Bürokomplex sorgt jetzt im Sommer eine Klimaanlage für kühle Räume. Aber sie kann noch mehr. Wir haben hier insgesamt knapp 500 Klimageräte installiert, mit denen gekühlt und geheizt werden kann. Also heizen mit der Klimaanlage, kühlen mit der Wärmepumpe. Ist das technisch überhaupt möglich? Ja, sagt Frank Ernst vom Fachverband Gebäudeklima. Denn das Funktionsprinzip bei beiden ähnelt dem eines Kühlschranks. Jeder Mensch hat einen Kühlschrank und im besten Fall ist der innen drin kalt. Aber jeder wird schon mal gemerkt haben, hinten am Kühlschrank wird es warm. Das heißt, bei dem kältetechnischen Prozess passiert eins, auf der einen Seite wird es kalt, auf der anderen Seite wird es warm. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Prozess umdrehen kann. Wie genau funktioniert das? Bei Familie Dörr im Taunus regelt die Wärmepumpe die Raumtemperatur rund ums Jahr. Im Winter entzieht die Wärmepumpe dem Außenbereich Wärme, zum Beispiel der Luft oder dem Erdreich. Diese Umweltwärme wird im Innern der Wärmepumpe auf eine höhere Temperatur gebracht. Die Anlage erhitzt Heizungswasser und gibt diese Heizenergie an das Haus ab. Dafür wird Strom benötigt. Wenn die Heizungsanlage dafür ausgelegt ist, kann die Wärmepumpe im Sommer kaltes Wasser durch das Rohrsystem schicken. Das nimmt überschüssige Raumwärme auf, hier über den Fußboden. Die Wärme wird nach draußen abgegeben. Ich habe die Wärmepumpe auf 22 Grad eingestellt. Das heißt, bei einer Außentemperatur von 22 Grad fängt die Heizung an zu kühlen. Ich erreiche damit so eine Raumtemperatur bei 27, 28 Grad Außentemperatur von 23 bis 24 Grad. Ich finde es sehr gut, dass man im Sommer auch mit der Wärmepumpe kühlen kann. Da hat man immer ein paar Grad Unterschied zur Außentemperatur. Und wenn man alles zulässt, macht sich das schon deutlich bemerkbar. Dann heißt es aber auch, Fenster und Türen geschlossen halten. Das mag Ehefrau Janine jetzt im Sommer nicht so gerne. Und sie hadert auch mit der Kühlung von unten. Ich finde es ja furchtbar, eigentlich dein System. Das kann ich ja nicht sagen. Ich kann da die Begeisterung von meinem Mann leider nicht so teilen, wie er es gerne wünscht. Mir ist es einfach vom Fuß her zu kalt. Und ich habe das System einfach die Leistung komplett unterschätzt, dass es wirklich so kalt wird. Und zu kalt darf es auch nicht werden, denn kühle Luft speichert weniger Feuchtigkeit als warme. Ist es innen deutlich kühler als draußen, kann sich Feuchtigkeit niederschlagen und das bedeutet Schimmelgefahr. Jeder kennt Kondensation, beschlagene Scheiben im Auto zum Beispiel. Da ist die Außentemperatur auf der Scheibe sehr kalt im Winter und innen wird es warm, aber es wird auch feucht durch den Menschen und dann fängt es an zur Tröpfchenbildung. Und das kann man bei der Wärmepumpe auch recht schnell erreichen, deswegen kann man vielleicht 1 bis 2 Grad das Gebäude runterkühlen. Bei Klimaanlagen ist da deutlich mehr drin, aber... Also Klimaanlage kam für uns jetzt nicht in Frage, meine Frau mag es nicht ganz so kalt. Und außerdem mag ich die Kästen nicht, die dann an der Wand hängen und mit den jeweiligen Außengeräten dann noch. Wem also ein relativ geringer Kühleffekt ausreicht, kann die Wärmepumpe durchaus zum Kühlen nutzen, wenn die Anlage dafür ausgelegt ist. Zurück im Darmstädter Bürokomplex. Kühle Luft strömt aus den Innengeräten dieser Klimaanlage. Im Gegenzug geben die Außengeräte warme Luft an die Umgebung ab. Solche Klimaanlagen lassen sich aber auch zum Heizen nutzen. Langfristig ist es hier geplant, mit der Klimaanlage auch zu heizen und auf Gas komplett verzichten zu können. Und das funktioniert so. Im Sommer entzieht die Klimaanlage der Raumluft Wärme. Die gibt sie draußen an die Umgebungsluft ab. Wird das Klimagerät im Winter zum Heizen genutzt, zieht es Wärmeenergie aus der Außenluft, auch wenn es draußen kalt ist. Ähnlich wie eine Luftpumpe arbeitet das Klimagerät mit Verdichtung, um die Temperatur weiter zu erhöhen. Die erwärmte Luft wird in die einzelnen Räume geleitet. Das Klimagerät nennt man daher auch Luft-Luft-Wärmepumpe. Der wichtigste Unterschied, die Wärme wird über Innengeräte direkt auf die Raumluft übertragen und nicht zunächst ans Heizungswasser abgegeben.
Die Anschaffungskosten für Klimaanlagen sind geringer als für Wärmepumpen. Und? Der Aufwand für die Installation ist gering, weil man hat maßgeblich zwei dünne Rohrleitungen bei dem klassischen Klimagerät. Man braucht nicht zwingend Installationsschächte im Gebäude, gerade wenn man an größere Gebäude denkt. Das vereinfacht die Sache. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Klimaanlage also eine Option sein. In manchen Neubauten, aber auch wenn ein altes Heizungssystem ausgetauscht werden muss. Zum Vergleich. Eine ältere Ölheizung hat einen relativ geringen Nutzungsgrad. Aus einer Kilowattstunde reingesteckter Energie werden 0,9 Kilowattstunden Wärmeenergie. Eine Klimaanlage ist da deutlich effizienter. Sie holt aus einer Kilowattstunde Strom im Schnitt 2,5 bis 3 Kilowattstunden Wärmeenergie. Eine klassische Wärmepumpe schafft noch mehr. Je nach Ausführung liefert sie 3 bis 5 Kilowattstunden Wärmeenergie. Damit hat sie die höchste Energieeffizienz. Aber wenn wir unsere Gebäude jetzt immer häufiger kühlen, müssen wir dann nicht auch im Sommer vermehrt mit Stromspitzen und Blackouts rechnen? Möglich wäre das, aber unwahrscheinlich. Denn moderne Anlagen kommunizieren in der Regel mit dem Netzbetreiber. Der kann sie notfalls auch kurzfristig abschalten. Was ist also am Ende besser? Wenn Sie fragen, was ist besser, Wärmepumpe oder Klimagerät, pauschal muss ich sagen, es kommt drauf an. Es kommt auf das Gebäude drauf an, es kommt auf die Dämmung drauf an. Es kommt darauf an, ob Sie ein Gebäude komplett sanieren oder nur die Wärmeerzeuger austauschen. Jeder Fachbetrieb wird dort beraten können, was für das Gebäude am effizientesten ist, aber auch am kostengünstigsten ist. Fazit: Technisch möglich ist beides. Kühlen mit der Wärmepumpe und heizen mit der Klimaanlage. Was im Einzelfall besser ist, entscheidet sich nach dem Gebäude, nach individuellen Vorlieben und dem Geldbeutel.